Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal einen neuen Car-Duplication-Glitch zeigen. Mit dem Car-Duplication-Glitch macht ihr saubere Kopien, das heißt, ihr braucht kein persönliches Fahrzeug. Ihr braucht aber die Hilfe von eurem Freund. Euer Freund muss aber gar nicht viel machen. Was braucht ihr denn alles? Ihr braucht auf jeden Fall einen Nachtclub mit einer Terabyte, denn die Terabyte müssen wir einmal ganz kurz benutzen. Ebenso benötigt ihr eine Arena-Werkstatt. Und dann eben noch das Auto, ja, was ihr euch duplizieren wollt. Im besten Fall ein Winnie Easy Classic, der gibt im Verkauf bis zu 3,8 Millionen. Und ebenso braucht ihr noch jemanden in einem anderen Zielmodus, weil wir dann den Job-Teleport machen müssen. Wenn ihr keinen Freund habt, der in einem Zielmodus ist, ist auch überhaupt gar kein Problem. Werde ich euch mal den Bot in der Videobeschreibung verlinken, Analbug 2. Das ist ein Bot, der ist 24/7 in einer Einladungssitzung und in freien Zielen. Könnt ihr für solche Glitches immer benutzen. Und wenn ihr dann soweit alles habt und auch ein Freund, der euch hilft, dann können wir eigentlich auch schon direkt losstarten. Dann begibt euch mal zum LSK-Meet. So, hier beim LSK-Meet beginnt auch alles. Euer Freund setzt euch einfach nur auf euer Bike drauf. Ihr braucht natürlich noch eine Sanchez, habe ich ganz vergessen zu sagen. Kauft euch einfach eine Sanchez in irgendeine Garage. Begibt euch dann mit der Sanchez dann, in LSK-Meet, euer Freund setzt sich auf eure Sanchez drauf, ihr macht den Job-Teleport, das heißt, ihr sucht euch einen Job in der Nähe von eurem Nachtclub aus. Wir müssen uns jetzt einmal zum Nachtclub teleportieren. So, sind wir dann im Jobmenü angekommen, dann können wir jetzt dann den Bot benutzen. Einfach Doppel-PSN drücken. Wie gesagt, der Bot, der ist permanent 24/7 im freien Zielen und in einer Einladungssitzung könnt ihr für solche Glitches immer benutzen. Die erste Meldung, die dann jetzt kommt, die nehmen wir an und die zweite Meldung lehnen wir ab und schon sind wir in der Nähe von unserem Nachtclub. Und ja, jetzt begeben wir uns einfach in die Terabyte-Garage. Da sind wir in der Terabyte-Garage angekommen, einfach in die Terabyte einsteigen. Sobald wir eingestiegen sind, drücken wir einmal ganz kurz die Options-Taste, drücken wir einmal ganz kurz Steuerkreuz nach rechts. Ungefähr 2 Sekunden später die Options-Taste. Gehen wir wieder aus dem Pausenmenü raus. Aus der Terabyte einfach aussteigen und nun teleportieren wir uns dann ganz einfach zur Arena. So, wir suchen uns dann wieder einfach einen Job in der Nähe der Arena aus, den Job dann einfach wieder beitreten. So, dann jetzt einfach wieder den Bot, einfach wieder Join, Doppel-PSN-Taste. Die erste Meldung, die jetzt kommt, einfach annehmen. Und die zweite Meldung, die lehnen wir ab und begeben uns dann in die Arena-Werkstatt. Und in der Arena-Werkstatt sollte dann auch der Winnie Easy Classic drinstehen, den ihr euch duplizieren wollt. So, sind wir dann in der Arena angekommen, einfach in den Easy Classic einsteigen, also in das Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt. Und nun müssen wir einmal die Fahrertür einmal blockieren. So, haben wir die Fahrertür dann blockiert. Suchen wir uns noch ein anderes Auto und mit diesem Auto blockieren wir jetzt dann einmal die Beifahrertür, so dass wir ins Auto rein teleportiert werden. So, das dürfte reichen. Kann man einmal testen. Wunderbar. Wenn wir jetzt rein teleportiert werden, ist auf jeden Fall perfekt. Ja, jetzt gehen wir einfach zum Ausgang, drücken X und Dreieck gleichzeitig und müssten dann einfach draußen mit dem Auto spawnen. Das ist auf jeden Fall perfekt. So, jetzt einfach den Mechaniker anrufen und jetzt müsst ihr euch ein Auto anfordern, was ihr nicht mehr benötigt. Habt ihr jetzt kein Auto, was ihr nicht mehr benötigt, dann ja einfach einen kostenlosen LG. Wie gesagt, die LGs, die sind kostenlos. Ich müsste sogar noch in einer Arena-Werkstatt sogar noch ein LG drin stehen haben. In welcher Garage es auch dann ist, ist auch dann, glaube ich, völlig egal. Ihr müsst mal ausprobieren, ansonsten stellt euch den LG dann halt in die Arena-Werkstatt. So, habt ihr den angefordert, ungefähr 10 Sekunden nachdem ihr euch den LG angefordert habt, sagt ihr eurem Freund Bescheid und euer Freund steigt dann von der Sanchez ab. Wie gesagt, Pi mal Daumen, ja, so 8 bis 10 Sekunden nachdem ihr den LG angefordert habt, sagt ihr eurem Freund Bescheid, er steigt dann einmal von dem LG, von der Sanchez ab. Ist er dann abgestiegen, müsst ihr einen kleinen Moment warten, im meisten Fall wird man dann so eine kleine Benachrichtigung bekommen, dann von dem Mechaniker. Und dann könnt ihr euch auch ganz easy dann die MOC anfordern. Wir gehen dann einfach dann ins Interaktionsmenü, MOC anfordern und begeben uns dann einfach zur MOC dann hin. So, angekommen einfach
hinter der MOC fahren, Steuerkreuz nach rechts drücken, die Meldung einfach annehmen und schon habt ihr die erste Kopie fertig gemacht. Ja, ich kann euch jetzt mal zeigen, dass sich das Fahrzeug jetzt kopiert hat und auch das Kennzeichen sich geändert hat. Einfach mal dann wieder ins Auto einsteigen und fahre ich in die Arena, aber das müsst ihr jetzt nicht machen. So, jetzt wieder in der Arena angekommen, haben wir jetzt hier zwei Easy Classics, die neuen, mit zwei verschiedenen Kennzeichen. Ihr seht hier am Ende 593 und der andere Easy hinten hat ein anderes Kennzeichen, 153 am Ende. Und ja Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.